Wo ist denn Vorgrim? Wo ist ich denn... Ich versuche mein Bestes. Alter. Dann mal los. Ja, ja. Es geht los. Ja, du hast Reden. So, aber ich glaube, es ist erstmal nur... Ach nee, es sind zwei. Es könnte einigermaßen schwierig werden. Ein Zwerg, ein Wort. Ja, ich merke es. Ey, sag mal, willst du vielleicht mal irgendwie ins Kampfgeschehen eingreifen? Alter Schwede. Kacktank, ey, hat das... Für Ardo! Ja, das, warte, nein. Ja. So, Samsasala, Purasala, macht mal diesen hier. Das wird einigermaßen Scheuse, weil das nämlich so nicht geplant war. Ja, das ist ja toll. Ja, wir können nochmal. Wenn ich übrigens Bogenpfeile auswähle oder Bogenschüsse, dann macht sie nicht dieses Geblubber. Nur wenn ich Zaubersprüche... Und sie hat für ein und denselben Zauber mehrere Sprüche drauf, wie es aussieht. Ach ja. Also, das bringt zwar hier nicht so viel, aber ja, weil wir hier halt im Direktkonfrontation sind. Hallo. Die da will ich treffen. Ja, ich glaube, ich brauche gleich mal dringend eine Pause, wenn ich, bevor ich dann noch... Oh, Alter. Nicht dein Ernst. Entschuldigung. Ja, ich lasse hier mal die Taste viel zu früh los und dann... Ja. Ich bin jetzt ein bisschen nervös, weil durch Vorgrims Illoyalität haben wir jetzt ein Problem. Oh, da kommt noch mehr. Alter Schwede. Vorgrim, du. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, Vorgrim, du. Hund. Du hast uns verraten, Vorgrim. Deswegen hat Sonny von Alion jetzt schon Knochenbruch. Also wie auch von Alion. Das bin ja eigentlich ich. Und Georg übrigens nur deswegen, weil Jürgen ein bisschen beknackt. Jürgen von Alion. Ja. Ist irgendwie nicht so hochwohlgeboren, ne? Wie der Gronkh ja auch schon mitgekriegt hat, Jürgen ist ja eher was für ein Busfahrer. Ne? So. Das hat ganz gut geklappt dafür, dass... Vorgrim, wir müssen miteinander reden. Vorgrim, wir müssen reden. Wir machen nachher mal ein Briefing, aber das wird wirklich schlimm. Schön hinter für dich, dir bleiben. Kollege. Sei froh, wenn ich dich nicht wegen Fahnenflucht und Verrat anklage. Dann wirst du auf der Talaria, wirst du dann aufgeknüpft an der höchsten Rahe. Das kannst du wohl sagen, ne? Verräter. Dieser Hintern, ne? Wie sie den immer so in die Luft streckt. Der Mond von Ferdok, wie ich es schon mal genannt habe. Ja, wollen wir mal sehen, wie viel Überlänge wir hier jetzt machen müssen. Ja, ich hoffe, ich krieg das irgendwie geschnitten. Aber ich möchte jetzt hier eigentlich nicht... So kurz vor dem Endgegner möchte ich jetzt hier nicht aufhören. Alter. Die Formen des Hintern sind auch nicht unbedingt gerade... Es ist halt Low-Poly, ne? Fast schon ein bisschen Wrong-World, ne? In Ordnung. Das ist ziemlich wrong, was ich hier gerade alles erzähle. Und der Schwanz geht dadurch, das... Übrigens, wenn sie ihnen die Schwänze abnimmt, haben die die hinterher noch dran. Das finde ich irgendwie unrealistisch. Eigentlich müsste dann so eine klaffende Wunde sein. Aber wer kauft Wolfsrattenschwänze? Naja, vielleicht irgendwie in Aventurien sind das, ist das vielleicht irgendwie Dildo-Ersatz, ne? Der Verdacht liegt ja nahe. Aber nur für dich, du perverses Schwein. Dankeschön. So, er ist dann auch wieder fit. Und Sonny von Alion oder Georg von Alion, das hast du alles nur diesem Drecksack hier, dieser laufenden Bowlingkugel zu verdanken. So, wir gehen mal nach hier vorne. Dann mal los. Hier sammeln wir die Truppen. Ja. Ja, genau. Wir sammeln hier die Truppen, habe ich gesagt. So. Und jetzt, warte, wir können hier noch mal kurz ein bisschen vorne an die Ecke gehen.
damit wir hier irgendwie so ein bisschen Blickfeld haben. Folgt ihr mir? Oh, ich weiß nicht, wie weit wir das hier treiben können. Gut, jetzt nur noch die Tanks. Schritt für Schritt. Wag's dich, Vorgrim, nicht schon wieder so ein Ding. So, ich glaube, hier sind die hervorgebrochen irgendwie. Boah. Da ist schon die nächste Truppe. Weißt du, aber dann holen wir mal nochmal die ganze Truppe hier vorne zusammen. Will nämlich auch unsere Magier hier irgendwie und unsere Bogenlingsies hier so ein ganz klein wenig zumindest. Los. So, die versuchen uns da reinzulocken. Ah ja, klasse, wunderbar. Auf geht's. So, da geht es schon los. Ich mach das schon. Tanks nach vorne. Da entlang. Thank you for the music. Okay. So. So weit wie möglich rankommen lassen. Rulona, nimm dir mal die hier vor. Die wollte da vorne schon zu der anderen hinrennen. Warte mal. Zum Angriff. So, nö, wenn, die kann wahrscheinlich nur so viele. Ich weiß gar nicht, wie viele die überhaupt können. So. Dann kannst du da auch nochmal drauf. Solange die anderen da hinten, da sind nämlich noch mehr, nicht rankommen. Also sind noch mehr. So, jetzt können wir langsam mit den Fernkämpfern hier anfangen. Das ist ja traumhaft fast schon. Pass auf, jetzt wo ich sie lobe alle, failen sie mal wieder komplett. So, immer ein bisschen schwierig, das zu treffen hier. Nice to meet you. Pfeilhagel auf das Ding. Einen gezielten Schuss auf den hier. Und ein Fulminingtus auf den. Wenn du meinst, dass das richtig ist, dann wird das richtig sein. Uiuiui. Oh, die rennen durch. Das ist ja mal eine Schweinerei hier. Warte. Boah. Die rennen hier mal eben einfach durch. So. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, das will ich hoffen. Du Für kümmerst dich um die. Lass das mal vor, Rondra. Du bist nämlich auch was schuldig, Kollege. Sprich, Freund. Ja. Hau hier mal so viel. Saranar Ayorla. Arioli drauf, wie es geht. Oh, sie hat mir schon was abgekriegt. Da, da war ich. Okay. Die giften da vorne wieder. So, die machen das schon. Sie hat eigentlich noch ein bisschen Power für ein paar Sachen. Das sollte man nutzen. Solange es wert. So, wenn das jetzt noch mehr als 20 Minuten dauert, dann werde ich die den Endgegner hier wirklich nicht mehr in dieser Aufnahmesitzung machen, weil ich will ja heute noch, ne? Also, ich habe noch was vor. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, weil wir sind ja kurz vor, also ich bin jetzt hier wieder kurz vorm Wochenende. Ja. Ach so. Jetzt kann sie nicht heilen, weil, weißt du was? Gute Entscheidung. Lass uns hier mal abhauen. So, jetzt sind wir nämlich wieder aus der Umgebung raus und jetzt kann sie nämlich heilen. Weil wir waren eben irgendwo noch in der Kampfsituation drin und dann geht das nicht. So. Die Gullmonds schwinden. So. Super. Damit hätten wir dann auch wieder alles zusammen. Amazone voraus. Amazone voraus. Die Amazone geht voraus. Und macht mal möglichst diesen hier. Wird gemacht. Alter, wie viele Schwänze wir hier rauskriegen. Da wird sich die Bewohnerschaft von Ferdok mal wieder tierisch freuen. Wenn wir dann ankommen, irgendwie beim Händler so. Los. Ah, nein, nichts los. Du sollst... Kollegin.
Ihr dürft heute Abend alle Deck schrubben, das ist klar, ne? Wird gemacht. So. Sauhaufen das. Ah, aber was will man erwarten? Das sind zwei Tanks, ne? Da kann man nicht gerade, sage ich jetzt mal, den Hochintellekt erwarten. Sonst wären die Magier geworden, das ist ganz klar. So wie ich. Ja, Salah, was machen wir denn jetzt mal? Alle mal hergehört, hinter mir bleiben. Nicht so ein großes Maul, Rulana. Sonst schicke ich dich gleich alleine nach da vorne. Irgendwie hört sich das wie Kampfmusik an, aber... Oi, irgendwas? Wo sind sie denn? Wo laufen sie denn? Hm. Ach da, guck mal. Aufgepasst. So, pass mal auf, du kommst auch mal nach vorne. Ja, wir folgen dir nicht. Wir lassen dich jetzt von der Ratte fressen. Alles klar? So. Bei meiner Axt. Das ist noch so ein Nachzügler, glaube ich. Ich mach das schon. Jupp, das glaube ich dir. Also Rulana. Rulana ist inzwischen vernünftiger als Vorgrim. Ja. Zu früh gefreut. Ja, das ist doch. Das hat gut geklappt. Steuerung. Hallo, Steuerung. Ja, ich habe auch noch Tee, also insofern. Solange der Tee hier geht, nehmen wir hier noch auf und. Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, es ist nahe des Wochenendes und ich kann eigentlich nicht mehr. Also heute ist Freitag, ne? Für heute Abend habe ich mir extra nochmal von meiner Freundin das Okay geholt, dass es halt aufgenommen wird und nicht ich zu ihr komme. Und sie nicht zu mir. Wenn ich mir eins überhaupt nicht vorstellen kann, dass sie hier ist, während ich aufnehme. Also, dass sie zuguckt, während ich spiele, kein Problem, aber wenn ich aufnehme, das ist eine Vorstellung. Oh, ich glaube. Oh. Holt mal die Truppe hier vorne zusammen. Hinter mir bleiben. Das ist noch nicht. Nee, das ist los. Noch nicht. So, die hauen nach da hinten ab. Hinter mir bleiben. Kann aber sein, dass sie uns in eine Falle locken wollen und dass hier gleich wieder alles aus dem Gebüsch bricht. Das kennen wir ja auch schon. Entlang. Alte Strategie der Viecher. Wo sind denn unsere Leute? Die Leute. Ich lasse die Ratten mal rankommen. Auch wenn es mir schwerfällt, da eine ruhige Hand zu bewahren. So. Dann mal du auf eine andere. Nämlich auf die hier. Es wird ein schönes Kuddelmuddel geben. Ist das eigentlich hamburgerischer Slang alleine, das Kuddelmuddel? Oder kann man das auch allgemein Bundes-App? Einmal, was machst du hier? Ist schon wieder das gleiche, ne? Ich drücke die Steuerung-Taste, die muss man nämlich drücken, um die Zauber zu stacken, die Aktionen zu stacken. Ich stack dir mal was. Mein Atem geht ruhig. Ja, und er kann auch schnell stehen bleiben, wenn du nicht gleich irgendwie deine Arbeit tust. Also nicht, dass ich sie umbringen will, aber hier gibt es ziemlich viele boshafte Entitäten. Ah, gut. Wenn du meinst, dass dem so ist. Ruhe! Oh, das sind mal wieder viele. Und die eine ist gleich wieder durchgebrochen. Boah, ich sehe hier gar nichts. So, die haben ihre Ausdauer schon verballert. Die haben noch zu tun. Zum Glück konzentrieren sich die Angriffe auf unsere Tanks. Tanks. Alter. Ich will Gladys wieder haben. Ich will Gladys wieder haben. Schnarasa Pulasa.
Upsi. Ja, das haben wir schon wieder. So, jetzt kann Georg mal wieder. Ja, der kann das ja inzwischen. Ach, Ulana hat sich schon wieder mal vergiften lassen. Na, das ist ja mal wieder. Sanja. Okay, wenn du meinst, dass ich so heiße. Also für Gwendala heiße ich ab jetzt Sonja, aber sollte mich einer von euch Sonja nennen, dann gibt's Haue, okay? Also, für euch immer noch Sonny, wenn überhaupt. Eigentlich ist das ja nur ein Name, wie mich Freunde nennen dürfen. So. Ey, nur eine Vergiftung. Ausgerechnet Rulana. Hier heil dich mal selbst, Mädchen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So, alles klar. Ich mach das schon. Ja, genau. Und du bist auch die Einzige, die das kann. Schon geschehen. Also das nächste Mal, wenn so ein Dungeon ist, dann hau ich auf jeden Fall die Spielemusik raus, weil die ist langweilig, finde ich. Hier könnten wir wunderbar ein bisschen, statt dieser Standard-Düdelei, könnten wir hier wunderbar den Soundtrack von Diablo 2 reinballern. Das wäre einfach cool. oder Witcher 3 Blood and Wine. Oder Hearts of Stone. Ich helfe. Hatte ich jetzt gerade in Minecraft. Kam erstaunlich geil. Wird gemacht. Also was ich in solchen RPGs hier nicht so gerne machen würde, das ist irgendwie so halt Fremdmucke vorstellen. So irgendwie so mal eben hier Amon am Mars reinhauen. Obwohl, das wäre vielleicht ganz lustig. Oder irgendwelchen russischen Punk. Ich helfe. Ja, könnte man tun. Nee, ich glaube, das würde dann doch schon irgendwie die Immersion ein bisschen mehr stören als mein blödes, unqualifiziertes Gelaber hier. Södele. Ja, er ist da. Ich habe Angst. Ich will nicht dadurch. Wenn das so unübersichtlich... sag mal, auf welcher Ebene sind wir denn hier? Also wir sind jetzt hier auf Ebene 5 und gehen gerade auf Ebene 6. Ja, schönen Dank. Das dürfte dann aber wirklich mal die letzte sein. So. Sangyasala Pupasala. Gwendala Pupendala. Eisen Pupeisen. Was redet der Mann da? Was redet der Mann da? So. Irgendwo müsste hier wieder... Ja, da ist doch Worowosch. Und da ist auch wieder was zum Kaputthauen. Also hier ist unsere letzte Chance, jetzt nach oben zu kommen. Und ganz ehrlich, Leute. Wenn ich heute noch Wrong World für England aufnehmen will, was wirklich sein muss, weil wir da nächsten... Ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein oder zwei Folgen sind... Dann muss ich jetzt Feierabend machen und wir nehmen uns den Endgegner dann für die nächste Aufnahmesitzung vor. Ihr werdet das ja sowieso nicht mitkriegen, weil, oder werdet das sowieso nur, ja, so halbwegs mitkriegen, weil, ja, an einem Tag kommt dann das und dann drei Tage später kommt das. Und ja, auch euch hier bei Drakensang, also falls ihr andere Zuschauer seid, sei mal die Frage gestellt, bitte schnell beantworten, weil, wie gesagt, Urlaub. Welches Let's Play bedeutet euch besonders viel? Also dieses hier, schaut ihr auch Minecraft, schaut ihr auch Wrong World? Denn ich möchte vielleicht das ein bisschen anpassen. Momentan ist es ja so, die Schedule ist Minecraft, Drakensang, Wrong World, Minecraft, Drakensang, Wrong World, immer so rundrum. Bei England gibt es nur Minecraft, Wrong World, Minecraft, Wrong World. Und wenn ihr sich jetzt hier eine große Menge findet, die einfach nur sagt, alles klar, ne, Minecraft gucken wir nicht und so weiter und so fort. Und das dann mit den Berechnungen, ich schreibe mir das alles auf, wer wofür stimmt. Dann bin ich bereit, das vielleicht irgendwie anzupassen und vielleicht irgendwie zwei Folgen oder vielleicht sogar dann tatsächlich, so schwer mir das dann auch fällt, drei Videos pro Tag rauszuhauen. Ich werde mal sehen. Auf jeden Fall schreibt mir eure Meinung dazu und was ihr so guckt, in die Kommentare rein. Ich lese das alles und beantworte das gerne und ich beiße auch wirklich nur auf Verlangen. Also ja, also in diesem Sinne sage ich ganz einfach mal aus diesem dunklen Keller hier, wo es tierisch stinkt und ja, mit dem Anblick dieser krassen Truppe, ich will mal kurz Folgendes machen. Auf geht's!
Können wir das vielleicht irgendwie hinkriegen? Ich würde gerne. Komm mal her, Rulana. So. Aufgepasst. Du vor Grimm. Komm mal her. Alter. Dreh dich mal vernünftig. Alter Schwede. Dieser Vorgrimm, ne? Und Gwendala Pupendala. So, ja, kriegen wir das irgendwie? Ja, das ist schwer. Vielleicht während dem ganzen Rumgeschwenke hier kriege ich ein einziges Bild raus, das irgendwie mal ein bisschen brauchbar ist. Okay, es soll reichen. Ja, ich verabschiede mich. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Sorry für die Sache mit dem Bogenpfeilen, wo wir ein bisschen durch die Gegend gelaufen sind und das Ganze hin und her. Mit dem Anblick dieser durch einen komischen Zwerg verstärkten heißen Truppe hier mit Gwendala Pupendala sage ich einfach mal Tschüss. Bis zur nächsten Aufnahmesitzung, die dann wahrscheinlich schon nach dem Urlaub sein wird oder so. Wir werden sehen. Das werdet ihr erfahren in der nächsten Folge, die dann auch gleich in 3 Tagen wieder kommt. Bis dann. Tschüss.